Arena-Orden mit Rocco. Und dann läuft er gleich wieder raus. Da sind wir in der ersten Arena in Marmoria City. Leitung Rocco. Gegen den werden wir hoffentlich heute gewinnen. Kämpfen werden wir wahrscheinlich gegen ihn, aber gewinnen, das ist noch nicht ganz klar. Ich muss mal herausfinden, wo meine Items sind. Trank, hier sind drei Tränke. Okay, ja. Muss reichen. Und was mit dir? Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir einen Weg zum Erfolg zeigen. Alles klar, lass uns beginnen. Dein Pikachu wird es hier nicht leicht haben. Na, Spitze. Elektro-Attacken können Rokos Boden-Pokémon nichts anhaben. Na, das finde ich doch mal super. Das ist doch schon mal eine hervorragende Heraus... Was wollte ich sagen? Eine hervorragende Bedingung, um hier zu starten in die Arena. Naja. Oh, da ist er auch schon. Den konnte ich einfach umgehen. Oh, nice. Da ist er, Rocco. Los geht's. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City. Rocco! Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Naja, ich werde es versuchen. Ja, das heißt zwar, mein Pikachu hat keine Wirkung, aber mal schauen, was ich so machen kann. Ich habe ja auch noch Taubsi. Ich glaube zwar nicht, dass das effektiver ist, aber den Versuch ist es wert. Donnerschlag, keine Wirkung. Ja, das war fast klar. Nicht nur fast, das war klar. Flucht, das geht hier. Man kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Achso, Pokémon ist hier. Taubsi, vielleicht kannst du was machen. Los, Taubsi. Und das wäre ziemlich blöde, wenn ich das jetzt nicht könnte. Na gut, Level 10 gegen Level 7, das ist jetzt ein bisschen bescheiden. So viel dazu, Arena-Leiterkampf in diesem Part. Noch lang nicht, wie es aussieht. Wenn ich einen Feuerstarter-Pokémon hätte, dann, ja, dann ginge es, aber, ja, ich habe ja keins bekommen. So viel zu, wir besiegen ihn. Wir besiegen Rocco. Alles klar. Ja, Heuler und Rutenschlag, kann ich vergessen. Bringt nichts. Toll. Finde ich schön. Donnerwille hat keine Wirkung. So. Sag, wie immer, den Versuch war es wert. Also. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Versuch wieder. Zwei fällt in Ohnmacht. Dann fangen wir uns mal ein Pokémon, das was ausrichten kann gegen Rocco. Oder alternativ bringen unseren Pikachu eine Attacke bei. Weil denn irgendwas. Items haben wir nur die Pokebälle und so weiter. TMs oder so haben wir noch gar nicht bekommen, oder? Ich bin einfach inkompetent dafür. So, dann. Ich würde das gerne mal tauschen hier. Damit ich mal mit Taubsi kämpfen kann. So, und jetzt können wir das mal dort versuchen. Bleib stehen, nur du bist kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst.
Ja, na gut. Soll ich ihm sagen, dass Lichtjahre eine Entfernung sind und man da nicht Stauert sagen kann? Ich würde sagen, Rocco ist ziemlich nah dran. Also da ist nicht ein halbes Lichtjahr dazwischen. Also, hallo. Grundwissen, Astronomie. Ein Lichtjahr ist kein Jahr, sondern eine Entfernung. Wie Kilometer oder Meter. Ach, Mensch. Uninformiert halt hier in einem Kinderspiel. Das wird an den Kindern gesagt. Unverantwortlichkeit. Erreicht Level 9. Nein, nicht Unverantwortlichkeit erreicht Level 9, sondern mein Taubsi. Das wäre schön. Wenn Unverantwortlichkeit Level 9 erreichen würde. Worum scheint das zu bringen, der Kampf hier gegen Sandan? Gegen den Arena-Fuzzi. So, Windstoß. Level 9 gegen Level 9. Oha, das wird kritisch. Oha. Muss das mal mein Item einsetzen. Ja, gut, Trank. Bräuchte ich eigentlich für den Rocco-Kampf, aber was soll's. Los, Windstoß. Los, du schaffst das. Taub sie. Auch wenn er beharrlich Kratzer einsetzt. Los, besieg ihn. Noch einmal. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird sehr knapp. Los, Windstoß. Ja, das war knapp. Aber wir haben es dann doch geschafft. Level 10. Pfadfinder besiegt. Und kriegen eine neue Attacke wenigstens mit Level 10. Zwei gewinnt 180 Pokédollar. Nö. Ich werde es trotzdem gleich mal versuchen. Mit Level 10. Pikachu ist auch schon Level 9. Bringt ihm bloß nichts. Weil er, seine Attacken sind ja nicht effektiv. Tja, kann ich mir nicht leisten. Wie ich mir einfach keine Tränke leisten kann. Tja, da muss ich wohl ohne auskommen. Jo, die sind geheilt, die muss ich nicht nochmal ins Pokémon Center schicken. Ja, fange ich mir Nidro an. Muss wohl. Ich will das Team in meinem Team haben. Okay, ein Ratzfatz. Eigentlich noch viel ungerner würde ich das in meinem Team haben, aber ja, damit. Was? Besiegt. Okay. Mozi zu stark. Ach nein, Mozi ist es nicht. Gibt's hier überhaupt Mozis? Ja, dann fange ich mir halt Nidro an. Tut mir fast in der Seele weh, aber. Na komm, Pokéball. Können wir das mal sehen. Wie ein Pokéball eingesetzt wird. Ja, ist noch nicht geschwächt, aber. Ich kann dich nicht schwächen. Ich habe nur hier Windstoß und das haut dich um. Fast. Okay, so geht's natürlich. So, jetzt mal ein Pokéball einsetzen. Komm, bitte. 1, 2, 3. Wunderbar, Nidroan wurde gefangen. Ja, mal gucken, wie wir den hochleveln. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Ohren dieses Pokémon sind sehr sensibel. Droht Gefahr, so attackiert es mit seinem Gifthorn. Ist männlich, das wissen wir. Nein, ich gebe ihm trotzdem keinen Spitznamen. So, dann trainiere ich das Ding mal und dann sehen wir uns in einer Weile nochmal mit Rocco. Den Text kennen wir. Seine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Los geht's.
Da kann ich euch mal was zeigen. Und zwar genau. Genau. Das hier, ein Schmetzbau. Ja. Interessant, dass 2 Tage dazwischen sind, zwischen der letzten Minute und der diesigen Minute. Ja, schlechte Ausdrucksweise. Aber ihr werdet jetzt sehen, was passiert, wenn ich Konfusion einsetze. Ja, das passiert. So, Schmetzbo Level 10. Ich habe mir eine Raubpie gefangen. Im Wald, also in diesem... Mir fällt der Name nicht mehr ein. Der einzige Wald, den wir hier bisher gesehen haben. So kann man nämlich ganz einfach den Rocco besiegen, indem man sich ein Raupi fängt, das auf Level 7 trainiert. Nein, ich will das nicht wechseln. Dann entwickelt es sich zu einem... Oh, wie heißt das Ding? So ein Kokon, so ein Schmetterlingskokon, so ein nicht Kokon. Das klingt ein bisschen falsch, ist auch falsch. Ein Kokon und dann wird daraus ein Schmetzbo in der dritten Entwicklung. Also ist das jetzt ententwickelt. Tut mir leid, dass ihr die Entwicklung von Raupi nicht sehen durftet und das Training nicht sehen konntet. Aber ich sag's euch mal so, es war sehr langweilig. Ihr wollt das nicht sehen. Ja, ich habe auch mein ganzes Team auf Level 10 und Level 12 und sowas in der Nähe gelevelt. Ja, es ist langweilig. Müsst ihr euch nicht antun. Ja, ihr könnt mich gern dafür haten, dass ich das jetzt ausgelassen habe. Ist da jetzt 2 Stunden Spiel dazwischen offscreen gemacht habe und mein Team hochgelevelt habe, was ich zwar angekündigt habe, aber egal. Naja, weiter im Spiel. Zwänge besiegt Rocco. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Zwänge hält den Felsorden. Hervorragend, haben wir es dann auch mal geschafft. Das ist der offizielle Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit im Blitz einsetzen. Zwing gewinnt 1188 Pokédonner und geht siegreich aus dem Kampf gegen Rocco hervor. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Und geh hier in deine Pokémon-Arena von Arturia City und teste dort dein Können. Zwei GLs TM 34. Ein TM erhält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon, aus dem du eine TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Ja. Okay. Dann wollen wir mal weiter in der Geschichte. Ja. Jemandes PC. So. Pokémon ablegen. Oh, Pokémon bewegen geht hier noch gar nicht. Ich möchte Nidoran ablegen. Nidoran wurde in Box 1 transferiert. Hier können wir nämlich jetzt zum Mondberg. Da soll sich Team Rocket aufhalten. Okay. Und dann auch schon den nächsten Trainer. Ich kenne dich aus der Veteranierwald. Aus dem Veteranierwald. Käfersammler möchte kämpfen. Dann soll er seinen Kampf bekommen. Oh, ein Raupi.
Was für ein Zufall. Ein Schmetzbo gegen ein Hobby. Was wie? Level 10? Geht doch gar nicht. Das müsste sich doch schon längst zu dem Kokon-Pokémon entwickelt haben, dessen Name mir nicht bekannt ist gerade in diesem Moment. Konfusion ist ein richtig geiles Attackchen. Bringt vor allem im Rocko-Kampf ziemlich viel. Was? Drei Pokémon hat er? Honilu. Dann lass mal weiterkämpfen. Okay, das ist ein anderes Pokémon. Das war nicht das Kokon-Ding. Das ist das andere Käfer-Pokémon. Eines der anderen Käfer-Pokémon. Oha, das hat was gebracht. So. Im Ernst noch ein Raupi. Das ist aber nicht sehr kreativ. So, ich setze jetzt hier nur noch Konfusion ein. Wie kreativ. Naja, ich habe ja fast nichts anderes. Herz, dann kann ich mal zeigen, was damit passiert. Nicht viel. Das passiert. Verteidigung. Tackle! Das können wir auch mal versuchen. Oha, das bringt was. Hatte ich nicht erwartet. So, ist aber so. Volltreffer. Raupi versenkt. Erreicht Level 12. Oh, wir müssen Pikachu trainieren. Das ist noch Level 9. Hui, hui, hui. So, dann mal. Hier Pikachu. An Stelle 1 stellen. Ja. Taubsi und Schmetzbo sind Level 12. Und weiter geht's. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Doch, selbst schuld. Hat dir niemand gesagt, dass du Shorts tragen willst, wenn du in einem Brennnesselfeld stehst? Da sollst du auch keine Sandalen tragen. Das ist äußerst ungünstig. Und da habe ich dann auch kein Mitleid, wenn du dir ein paar Verbrennungen einziehst. Ist dann einfach mal deine Schuld. So, was soll man da sagen? Außer shit happens. Jo, mach ihn alle Pikachu. Level 10. Prima. Ist doch ein paar Level, dann bist du wieder gleich auf. Nein, ich will nicht wechseln. Ich klicke mal den falschen Knopf. Oh, das hat man noch gar nicht. Rehtan. Wir können uns gleich mal den Pokédex angucken. Dann sehen wir auch die Entwicklungszonen, die mein Robby durchführt hat. Da habt ihr zumindest das einmal sichtbar im Part. Als kleine Entschädigung. So, Rettan haben wir bald besiegt. Rettan, nicht Rettan. Sind zwei T's zu drin. Ich glaube, dass da so gesprochen wird. Denke ich zumindest. Los, Pikachu, Donnerschock. Du schaffst es. Ordentlich. Zwänge besiegt, Teenager. Wäre ich heute noch nur daheim geblieben. Ja, das ist dann doch das Bessere. Oha, das hatte ich jetzt ja nicht erwartet, dass da jetzt der nächste Trainer kommt. So ein Mist. Da wollte ich doch gerade in den Pokédex nachgucken. Naja. Ratzfratz. Okay, Tränke habe ich glaube ich immer noch nicht bei mir. Hätte ich ja mal kaufen können. Jetzt wo ich ein bisschen Geld habe. Guten Schlag. Nein. Erstmal Donnerschock. Und dann gehst du down. Da geht er down. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Verdammt. Ich komme damit immer noch nicht zurecht. Erstmal Donnerwelle. Dann ist es paralysiert. Hoffentlich. Nice.
Alter, Flugfehl. So, jetzt einmal Donnerschock. Oder halt ein bisschen mehrmals Donnerschock. Oha, ich bin vergiftet. Wusste ich nicht. Hab nicht drauf geachtet. So, dann muss wohl einmal Schmetzbo wieder hineinkommen und Tackle einsetzen. Ja gut, nicht die beste Möglichkeit, aber Konfusion. Ja, das bringt schon etwas mehr. Danke, Schmetbo. Göre besiegt. Bleib immer nett. Zwei gewinnt 150 Pokédollar. So, jetzt mal ein Pokédex reinschauen. Da ist noch ziemlich viel leer. Hier haben wir Raupi. Berührt man die Fühler auf dem Kopf dieses Pokémon, so sondert es einen ekligen Geruch ab. Hui. Das ist ein Stinktier. Hier, Safecon haben wir. Das sieht so aus. Das haben wir leider übersprungen. Dieses Pokémon kann zum Schutz einen Panzer erhärten. Mit Herzner. Die Attacke, die er mit Level 7 erlernt. Es kann dennoch nicht alle Attacken abwehren. Und Metbo. Die Flügel dieses Pokémon sind wasserabweisend und von einer giftigen Staubschicht bedeckt. Interessant. Hier haben wir noch Hornidoo. Ist dann das andere Raupen-Pokémon. Da haben wir noch keinen Eintracht zu. Da haben wir noch nicht gefangen. Von Ratzfatz haben wir hier. Ethan. Die werden aber keine Einträge zu sein. Pikachu. Kennen wir den Eintrag schon? Bestimmt. Ihm hier. Na gut, vielleicht schaffen wir es noch mit Taubsi. Jetzt habe ich den Text nicht vorgelesen. Naja, wie auch immer. Was? Vier Pokémon? Jetzt ist es langsam final. Liegt da schon ein ganzes Team. Ruckzuckieb. Meine Stimme wird immer besser. Wie geht denn das? Durch Reden. Die Stimme wieder aufbessern. Gut, gut. Was mich auch wundert, ist, dass meine Kamera komplett aufgeladen ist. Zumal ich heute schon einiges gedreht habe. Tja. Sonst ist mein Akku doch nicht so gut. So, ein bisschen off-topic. Ein bisschen Real Talk. Ja, ich kenne den Unterschied zwischen off-topic und Real Talk. Ich verwechsel es bloß immer gerne. Oh, Kokunen, das haben wir ja auch gar nicht gesehen. Neu im Pokédex. Wie siehst du mit dieser Attacke? Ja, ich weiß, die bringt was, die ist sehr effektiv, aber zieht keinen Schaden ab. Setz doch lieber was ein, was dir was bringt im Kampf. Sowas wie Windstoß oder Ruckzuckieb. Kann sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, dieses Pokémon konnte nur Herzner. Ein bisschen lästig. Nein, ich kann auch nicht wechseln. Ich will nicht wechseln und ich kann auch nicht. Alle anderen sind K.O. Am Taubsi schlägt sich ziemlich gut. Machst sie gut. Machst einen Jugendkampf. Taubsi. Bin ich stolz auf dich. Kann sich schon so sehen lassen. Mein Taubsi. Ich lerne es wohl nie. Kann man bestimmt unter Optionen umstellen, aber ich bin zu faul dazu, in die Option zu gehen, um das auszustellen. Außerdem könnte es sein, dass das in dieser Edition noch nicht geht. Dass man den Kampf noch nicht auf Folge stellen kann. Okay, das war jetzt ziemlich blöd. Nicht das Ruckzuckieb eingesetzt habe, sondern dass ich da so scheiße gescored habe. Safecon wurde besiegt, Taubsi erhält ein paar EP-Punkte, Taubsi erreicht Level 14. Und Zwergmusik Käfersammler. Nice, wieder einen Schritt weiter. 90 Punkte. Weiter geht's. Oh, noch ein Trainer. Hier wimmelt's ja auch wieder von Käfersammlern und Trainern. Hauptsächlich Trainern. Käfersammler nicht so viele, aber
denke ich. Und auch einige Trainer. Zwei Pokémon, zum Glück nur. So, werden wir es überstehen bis zum Mondberg? Und was machen wir dann, wenn wir dort sind? Ohne aufgeladenes Team. Gegen Team Rocket. Das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein? Nee. Bestehen oder nicht bestehen, eher. Aber ich glaube, gegen Team Rocket mache ich mir keine allzu ernsten Gedanken. Das dürfte Taubsi auch noch hinkriegen. So wieder ordentlich EP-Punkte, während die anderen da keine EP-Punkte kriegen, weil sie tot sind. Ja, tot nicht, aber K.O. Kriegen sie natürlich auch keine Erfahrungspunkte im Kampf. Ja gut. Das ist zwar nicht so gut, aber was soll man machen? Herz, ne? Ich merke schon, zur Abwechslung setze ich jetzt immer ruckzuck die mal ein, damit ihr was anderes habt. Herznähre. Und Windstoß von mir. Dann hätten wir das auch, das Safecon. Safecon besiegt, Taubsi erhält, EP-Punkte und Käfersammler besiegt. Du hast meinen Pokémon besiegt. Ja, ja, das habe ich. Och nee. Ich hatte schon genug Kämpfe. Umgehen. Da wäre ich sehr dankbar für. Ein Habitat. Nö, kein Bedarf. Ich habe schon einen Taubsi. Das ist sehr gut. Das hält sich sehr gut im Kampf. So. Kampf umgangen. Auch typisch Zwergfürst. Typischer Zwergfürst-Move. Okay, den hätte ich fast getroffen. So, jetzt müssen wir doch bald am Mondberg da sein, oder? Müssten wir doch bald da sein. Das sieht doch schon wieder Mondberg aus. Mondberg, Tunneleingang. Oh, unser geiles Pokémon Center, das kommt mir sehr gelegen. Ey, mein Pokémon aufladen, bitte. Aber bitte schnell. Dankeschön. So, und dann ab geht's Richtung Mondberg. Aber in den Mondberg geht es erst im nächsten Part. So, ich würde mal sagen, das reicht für diesen Part. So. Hol und haut renne. Ciao, ciao.